Freunde der News. Am Anfang natürlich wieder etwas Eigenwerbung. Checkt den... Digga, Gefühl beschäftige ich mich den ganzen Tag nur mit Armin Waschel und zumindest on Stream. Und es ist einfach grausam. Podcast von mir und Tommy ab, rothaarig und langhalsig. Da ist eine neue nice Folge online gekommen, verlinke ich euch ganz oben in der Beschreibung. Letzte Woche habe ich ja darüber berichtet, dass bei Montana Black eingebrochen worden ist. Montana Black! Und es gibt jetzt neue Informationen, beziehungsweise hat Montana Black jetzt einen Finderlohn in Höhe von 20.000 Euro auf den Täter ausgesetzt. Und zwar seht ihr jetzt hier gerade irgendwo Bilder vom Täter und ich habe euch auch eine E-Mail-Adresse eingeblendet, bei der ihr euch melden könnt. Wenn ihr irgendwelche Hinweise oder sonst irgendwas habt, dann meldet euch da. Wie gesagt, gibt es einen Finderlohn von bis zu 20.000 Euro. Wer es nicht mitbekommen hat, bei Montana Black wurde eingebrochen, als er gerade beim Friseur war und Agatha war auch unterwegs. Der Täter hat einfach hinten die Terrassenscheibe eingeschlagen, hat ein paar VGAs mitgehen lassen und ist dann sofort wieder gegangen. Würde mich... Imagine, das war ich! Aber Jungs, das ist geheim, das darf der nicht wissen. Wenn Montana Black das erfährt, der kommt in Baseballschläger, Jungs. Der ist gefährlich, der Mann. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, dass ihr das an Montana Black weitergebt, damit der Täter geschnappt wird. Knossi hat einen Preis bekommen, meine Freunde. Und ja, der hat doch die goldene Henne bekommen oder so, ne? Und zwar war dieses Wochenende die Verleihung der goldenen Henne. Das ist ein Publikumspreis, wo Leute aus allen möglichen Bereichen ausgezeichnet werden. Also zum Beispiel Schauspieler, Musiker, Sportler und so weiter. Und auch Knossi war da gemeinsam nominiert, unter anderem auch mit MyLab und konnte den Preis für sich gewinnen. Dafür auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Das Voting läuft wohl so ab, dass die Zuschauer einfach abstimmen, wer gewinnt. Ich weiß nicht. Also mal Real Talk, ich finde solche Preise haben heutzutage einfach nicht mehr wirklich einen Wert. True. Weil es ist ja klar, dass die Person, die den größten Personenhype um sich rum hat, meistens immer gewinnt. Aber ich will das gar nicht runterspielen. Herzlichen Glückwunsch an Knossi. Toll, dass du gewonnen hast. Ja, ich würde auch sagen, meine hätte es mehr verdient, aber ja, ist halt anders. Bei Late Night Berlin gibt es ja ein Format, wo Kinder irgendwelchen Leuten... Ach, das wird das, ja, au, 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 au. Also jetzt zum Beispiel irgendwelchen Rappern oder sonst irgendwas. Und die haben tatsächlich auch die Kandidaten für die Kanzlerschaft bei der Bundestagswahl 2021 ranbekommen. Noch nicht ganz. Baerbock wurde abgedreht, aber ist noch nicht draußen, soweit ich weiß. Unter anderem sind bisher die Videos zu Olaf Scholz und auch zu Armin Laschet online. Und um den letztgenannten geht es hier auch. Digga, das hat einfach 2 Millionen Klicks. Hold, warte, ich möchte einmal gucken, wie viel das von Scholz hat. Late Night Berlin. Das von Scholz hat nur, Digga, Jungs, Laschet hat fast doppelt so viele Klicks. Der hat fast doppelt so viele Klicks, weil sich das ganze Internet über ihn lustig gemacht hat. Auch, denn Armin Laschet hat sich da wirklich... Kinderarbeit ist was Gutes, da muss nicht groß geschrieben werden, das ist was Gutes. Desto mehr Kinder furchtbare Arbeiten verrichten, desto besser. So unfassbar schlecht geschlagen und der Typ möchte Kanzler werden. Am Anfang... Aber wirklich, ja, ich meine, Laschets Fragen waren... gar nichts im Vergleich zu Scholz. Laschet wurde gefragt, warum aus dem Hambacher... warum musst du einen Hambacher Forst räumen lassen? Und Scholz' Frage war, warum lässt du Kinder im Mittelmeer ertrinken? Und Scholz kam so viel besser raus! Muss man natürlich direkt sagen, natürlich, die Kinder suchen sich die Fragen nicht selber aus, die haben Knopf im Ohr und kriegen halt gesagt, was sie sagen sollen, aber Armin Laschet war da wirklich absolut unsouverän, hat die ganze Zeit doch sehr angezickt geantwortet und konnte die Fragen auch nicht richtig beantworten. Am lustigsten fand ich, wie das Mädchen gefragt hat, ob er aufhört zu rauchen, weil das ja ungesund ist und seine Antwort war, naja, ich rauche ja nicht auf Lunge. Ja. Props für diese Antwort auf jeden Fall. Auch den anderen Fragen ist er halt ausgewichen und momentan gibt es da ja auch so ein bisschen Kritik, wo man sich fragt, ob die Kinder da jetzt instrumentalisiert worden sind oder nicht. Hat er eine Fresse? Ich sage mal so, der Wahlkampfleiter von Armin Laschet wusste genau, was das für ein Format ist. Und auch bei anderen Künstlern wurden da schon immer kritische Fragen gestellt. Dass das bei Armin Laschet halt genauso passiert, war halt schon im Vorfeld klar. Aber wirklich? Also, jeder wusste... Oh nein, meine Kamera ist aus! Scheiße! Krieg ich sie wieder an? Krieg ich sie wieder an? Krieg ich sie wieder an? Jungs, Jungs, das wird halt schwierig. Das wird schwierig. Das wird schwierig. Ein Augenblick, Jungs. Ein Augenblick. Ich bin Experte. Wir kriegen das hin. So. Ich steck den, Stecker nochmal neu ein. Vielleicht klappt es, Jungs. Wenn nicht, dann muss ich kurz den Stream noch starten. Aber ich hoffe nicht. Ich deaktiviere die Quelle nochmal, sonst wird es schwierig. Deaktivieren, aktivieren.
Oh, du bist besser als Jesus! Jesus! Oh, Jesus! Holy shit, so ein Smart. Und da hat gerade überall gesagt, das ist schon wieder Crash, Digga. Ja, die Handstände, die machen nochmal viel geiler, oder? Real talk, man. So. Also, gar nichts passiert, wir gehen weiter rein in KuchenTV. Quasi, was da passiert, und wenn Armin sagt, er möchte da trotzdem hingehen, dann hat er halt einfach Pech, ganz einfach. Ich finde auf jeden Fall, dass es mal wieder gezeigt hat, wie inkompetent Armin Laschet eigentlich ist, denn ich habe wirklich noch nie jemanden so schlecht bei diesem Format abschneiden sehen. Schaut da auf jeden Fall gerne mal rein. Wir bleiben auch direkt bei der Politik, und zwar hat Rezo jetzt den dritten und finalen Teil zu... Ja, Jungs, der ist bei mir auch mega gut angekommen bei Ray. Also ich hatte den ja vor hier 20 Stunden hochgeladen, der hat das 100 Klicks schon einfach. Aber ein Like und also es kam keine Interaktion sonst abgesehen von mir. Das ist traurig, aber 100 Klicks, das sind 100 Klicks. Seinen Politikvideos für die Bundestagswahl 2021 hochgeladen. Im dritten Part geht es, wie einige auch schon vermutet. Ich like meine Videos auch eigentlich selber. Auf dem Hauptkanal sind von jedem Video 10 oder 20 Likes von mir selber. Und du musst mir vorstellen, manche Videos haben nicht mal 20 Likes. Um das Thema Korruption. Und ja, da deckt er quasi auf, welche Politiker halt ganz klar Korruptionsfälle hatten, die sich auch teilweise erwiesen haben. Am meisten mit vertreten sind da mal wieder die Politiker von CDU, CSU und natürlich auch von der SPD. Wundert einen jetzt natürlich wenig, weil die sind gerade in der Regierung, die haben natürlich auch deutlich mehr Macht. Finde auf jeden Fall, dass die Reihe wirklich mega gut gewesen ist. Ich muss hier zugeben, ich habe das letzte Video noch nicht komplett geguckt. Ich habe mir das zu Teil 2 fand ich am besten Real Talk zusammenfassen lassen, weil ich genau jetzt, wo das Video online ist, livestreame und wir reagieren drauf. Twitch ist auch in der Beschreibung verlinkt. Schaut da doch gerne einfach mal rein. Danke auf jeden Fall an Rezo. Die Videos waren alle mega gut, super sachlich, sehr nice zusammengetragen. Lass uns bitte einfach niemals Beef haben. Und wir kommen zum Ende nochmal zurück zu Montana Black und Unge, meine Freunde. Und zwar haben die jetzt einen gemeinsamen Podcast. Dieser nennt sich Chatgeflüster. Hatte Rezo schon mal Beef? Nee, ne? Mit Tubo war ja auch kein Beef, aber... Also nee, ne? ...und soll einmal die Woche erscheinen. Die reden da halt einfach über aktuelle Themen, über Dinge aus ihrem Leben und alles, was noch so dazugehört. Das Faszinierende an diesem Podcast wird wahrscheinlich sein, dass Monte und Unge ja einfach komplett andere Lebensstile haben. Also, weiß nicht, Monte isst Fleisch, kauft sehr viele Markensachen und so weiter, während Unge sich da eher bedeckt hält und anfängt, die ganze Insel zu kaufen. Ich denke mal, da gibt es halt viele verschiedene Sichtweisen, die da aufeinander prallen. Die erste Folge, da habe ich bisher nur reingehört. Ich hatte keine Zeit, das komplett zu hören, aber war wirklich sehr nice und mit 3 Plays in der Folge habt ihr wahrscheinlich auch ordentlich abgecashed, aber absolut verdient, finde ich sehr, sehr nice. Interessante Kombi, hätte ich auch nie mit gerechnet. Falls ihr schon reingehört habt, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wie gut ihr das findet. Und naja, gut, das ist eigentlich klar, aber wie ist es im Vergleich zu Rothaarig und Langhalsig? Also, dass ihr nicht mithalten könnt, ist ja auch klar, aber schaut da trotzdem gerne mal rein. Hab ich gar keine Lust mehr, den Podcast jemals anzuhören. Ey!